Oh nein, halte noch ein wenig durch. It's over. It's over 9000. Das ist nur noch eine Frage der Zeit. Da brauche ich mich quasi gar nicht mehr richtig zu bemühen. Das wird jetzt vorbei sein. Bom, bom. Der Fluch wird sein Übriges tun. Ich habe nie damit gerechnet, dass ich jemals Fluch einsetzen werde bei Nebula. Das habe ich bisher noch nie. Weil ich die Attacke immer scheiße fand, weil sie einem immer die Hälfte der Lebenspunkte abgezwackt hat. Aber wenn sie in dieser Kombination benutzt, ist es eigentlich ganz, ganz chillig. Vor allen Dingen, wenn du nur Schlecker hast. Spieler besiegt Leiter Kai. Hm, das war's dann wohl. Siegman. Und wir brauchten nicht mal einen Trank. Wow, das war unglaublich. Du weißt wirklich gut über Pokémon Bescheid. Mann, oh Mann. Wie es aussieht, habe ich noch sehr viel zu lernen. Aber gut, jetzt erstmal weiter im Text. Hier hast du deinen Orden. Alexis erhält den Insektenorden. Das ist gut. Weißt du schon, welche Vorzüge du mit dem Insektenorden genießt? Mit ihm gehorchen dir alle Pokémon bis zu einem Level von 30. Dazu ist es Pokémon, die mit der Attacke Zerschneider vertraut sind, nun möglich, diese Attacke auch außerhalb von Kämpfen Einsatz zu bringen. TM89, was war das nochmal? Enthält Kehrtwende. Setzt ein Pokémon diese Attacke im Kampf ein, wird es mit einem anderen aus einem Team ausgetauscht. Ist das nicht toll? Ja, Schaden machen und dann abhauen. So wie ich das mag. Muss ich die ganze Kacke wieder aktivieren. Düdüp, düdüp. Komm. Ach, das war doch eine schöne Runde. Also das hat mir schon gefallen. Das war gerade super. So kann es bleiben. So kann es bitte immer bleiben. Aber das wird noch schwerer. Ich kann wirklich sagen, da hatten wir aus dem Pech hatten wir unser Glück gezogen. Irgendwie zweischneidig. Hm. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Und alle haben sogar überlebt. Deine Pokémon sind wieder topfit. Dankeschön. Annette. Guten Abend. Annette hier. Das musst du dir anhören. Denkst du nicht auch, dass Falk, der Arenaleiter von Viola City, umwerfend cool aussieht? Sein Vater ist gerade auf Trainingsreise und die Leute sagen, er sehe noch besser aus als sein Sohn. Also er dürfte mir ruhig mal über den Weg laufen. Ciao, ich rufe später wieder an. Das nennt man dann wohl, Weibergespräche. Oh, da ist er wieder. Gary. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass Team Rocket jetzt wieder da ist? Was? Du hast diese Bande eigenhändig aufgehalten, sagst du? Erzähl mir keine Märchen. Wenn das wirklich stimmt, dann kannst du mir ja bestimmt auch eine Kostprobe deiner Fähigkeiten geben. Ich kann dir nicht nur eine Kostprobe geben, ich werde sie dir zeigen. Ja, ich werde dir die volle Dröhnung zeigen. Nebula. Oh, das ist der schlimmste Lied, den ich hier hätte kriegen können. Ist was? Superschall. Superschall. Egal, Superschall ist mir eh Wurst. Wie es einfach daneben geht. Das ist uncool. Oh, Bananen, komm, treff doch mal. Einmal treffen. Das kann doch nicht wahr sein, wie inkompetent du bist. Das ist doch ein Witz. Der will mich übelst ausstallen. Take this.
Massensäure. So will ich das sehen. Zack, nochmal. Das geschieht ja recht, Mann. Geht es nämlich abwärts mit deinen KP. Alter, dem geht's ja genauso schlecht wie mir mit ins Punkt, du das. Nicht mehr verwirrt. Der bringt sich selber um. Okay. Kann ich mitleben. Das war jetzt ein Battle, was ich eher hätte vermeiden. Da ist gar kein Ziel. Aua! Zubat! It's time for Luna! Da fällt mir ein, ich habe jetzt kaum noch Superschall für Tyrakrok. Das ist nicht gut. Ich wollte das eigentlich mit diesem Ausgestaule machen. Das ist mies, weißt du das? Du benutzt den Trick anderer, um mich jetzt hier Platz zu machen. Ganz schlimm ist, ihm gelingt das auch noch. Beim ersten Mal. Das ist so bitter. Es ist einfach nur bitter, wie hier keiner aus der Verwirrung trifft. Wie ich kein einziges Mal treffe. Willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Das ist doch ein schlechter Witz. Meine Pokémon sind einfach so blöde. Treffen. Jetzt. Bitte. Danke. Das wollte ich sehen. Oder was? Hat Tyrakrok schon Biss? Ich weiß es nicht. Ich versuche jetzt einfach mal was. Tja, mein Freund, wir sind im selben Level. Ich glaube ja. Sieh mal eine an. Hast du inzwischen etwas mehr Mumm in den Knochen? Hypnose erstmal. Natürlich. Natürlich kriegst du den One-Hit. Wie hätte es auch anders sein können, Alter? Ey, das macht doch keinen Spaß. Pass auf. Attacke geht. Ey, das ist doch ein Witz. Das sind doch jetzt. Leute, ihr könnt mir jetzt erzählen, was ihr wollt. Aber das sind doch mehr. Das ist Hex ohne jede gleichen benutzen. Alter Schwede, ich habe noch nie so oft mit den Attacken daneben gebölzt. Das gibt es einfach nicht. Da ist mein Puls wieder auf 180. So. Selbst wenn mein Igelava jetzt draufgehen sollte, wird die Initiative, also die Genauigkeit von ihm so scheiße sein, dass er daneben wirkt. Ich werde ihn jetzt zu smocken. Na, gefällt dir das? Gefällt dir das? Jetzt siehst du mal, wie das ist. Jetzt siehst du mal, wie das ist. So verarscht zu werden. Das finde ich echt nicht schön. Und der trifft instant mit der Aquaknarre. Ich fass es einfach nicht. Wie viele Rauchwolken hat der schon, Intus? 6? Ruckzuckieb. Na, klasse, das war ein Crit. Das kann noch heiter werden. Ja, das war's schon. Tschüss. Ich sag euch, wenn wir jetzt verlieren, dann war das echt Hex.
Intensität, das trifft wenigstens 100%. 10! Moment mal, ich soll gegen jemanden wie dich verloren haben, im Ernst? Komm, 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 komm. 7! Hammergeil. Das war geil. In mehrerer Hinsicht war das geil. Und das, obwohl das System gegen mich war. Diese Pokémon sind zu nichts zu gebrauchen. Glaube mir, du konntest nur gewinnen, weil meine Pokémon so schwach waren. Oder sind. Ich kann Schwächlinge einfach nicht ausstellen. Das gilt nicht nur für Pokémon, sondern auch für ihre Trainer. Hier verunstalten mir eindeutig zu viele Schwächlinge. Die gegen. Team Rocket ist genauso schlimm. Nicht einer von dieser Bande hat was auf dem Kasten. Die Leute von Team Rocket halten sich bloß für die Größten, weil die Zahl ihrer Mitglieder so hoch ist. Aber mir machen sie nichts vor. Ich werde jedem, der mir in den Weg stellt, eine Lektion erteilen, genau wie dir. Alter Schwede. Da habe ich echt gerade gedacht, das Spiel will mich verarschen. Aber ihr habt es gesehen. 2 Hypnosen, die daneben gegangen sind. 3 Superschall. Na, wenn ich das am Anfang noch mitnehme mit diesem Nebulak, haben wir schon 6 oder 8 Mal Superschall daneben geballert. Also, das ist einfach nur Kacke. Superschall werde ich auf jeden Fall austauschen, weil auf diesem Tentacher, der trifft ja gar nicht. Meine letzte Aufnahme hat Hypnose wenigstens ein bisschen getroffen, aber jetzt trifft es auch nicht mehr. Das ist auch nicht gut. Aber Hypnose kannst du wenigstens brauchen. Oh nein, was mache ich jetzt nur? Mein Boss wird sicher wütend auf mich. Die Porenta, die für uns die Bäume zur Kohlegewinnung fällen, sind in den Wald getürmt. Könntest du sie vielleicht einfangen? Porenta haben so gute Ohren, dass sie sich sofort in deine Richtung drehen, wenn du auch nur einen Ast auf einen Ast trittst. Mann. Aber das ist die Gelegenheit, um dich ihnen von hinten zu nähern. Denkst du, du kriegst das hin? Die Frage ist, warum machst du das nicht selber? Porenta hat dich bemerkt und sieht dich an, wenn du auf einen Ast trittst. Das wird easy. Porenta, du hast dich von hinten angeschlichen und es erwischt. Wow, du hast es geschafft, eins der Porenta wieder einzufangen. Vielen, vielen Dank. Aber irgendwo muss ich noch eins von ihnen versteckt halten. Du weißt ja, Porenta hören so gut, dass sie sofort in deine Richtung blicken, wenn du auch nur auf einen Ast trittst. Das ist die Gelegenheit, um dich von ganz langsam anzuschlichen. Der wiederholt sich. Aber da habe ich echt eben gedacht, wir verlieren gegen den Rivalen. Glaubt ihr mir das? Also das war ja nicht mehr schön, sage ich euch. Annette mal wieder. Guten Abend, Annette hier. Hallo ja, wie geht es dir? Hier ist Annette. Ich hatte gerade Langeweile und da dachte ich, huch, du bist nicht Tanja? Da habe ich mich verwählt, sorry. Ich meine, es ist ja auch spät, ne? Ist ja 0 Uhr, da kann man das verstehen. Ne? Beleber. Ja, den hätte ich eben gebraucht. So. Paras. Paras ist immer schön, aber nee. Nee, nee, lass mal. Porenta! Kannst du es nur von hinten erwischen? Irgendwie muss ich das kriegen. Warte mal, ich habe eine Idee, ich werde das weiter nach. Ich glaube einfach nur, ich muss es weiter jagen.
Jetzt habe ich dich. Okay, du willst wohl nicht so recht, wa? Dann machen wir das Ganze so. Mach das so. So ist das besser.